Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin wieder zurück aus Asien. Ich hatte wirklich eine unglaubliche Reise. Ihr findet alles dazu auf Insta, TikTok oder bei YouTube Shorts. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück in meiner Wohnung, beziehungsweise in unserer Wohnung. Ich wohne ja mit meiner besten Freundin zusammen. Die schreibt allerdings gerade eine Klausur. Ich muss jetzt wieder so ein bisschen in meine Routine reinfinden und so ein paar Sachen erledigen, einfach nach dieser Reise. In 9 Tagen beginnt meine Uni. Das heißt, da muss ich auch so ein bisschen was vorbereiten. Ich lade gerade mein altes iPad auf und habe da alles rausgesucht, was da dazu gehört. Ich habe nämlich ein neues iPad letztens bekommen. Das haben wir ja schon zusammen eingerichtet. Und meine beste Freundin hat einfach kein iPad und es wäre für die Uni auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und ich brauche einfach keine 2 iPads, deswegen richte ich das jetzt für sie ein. Und wenn sie dann heimkommt, dann bekommt sie mein altes iPad. Ich habe auch schon so Bescheid gesagt und habe sie so gefragt, ob sie es überhaupt haben möchte. Aber sie hat natürlich ja gesagt. Und ich zeige euch jetzt meinen Einkauf. Ich war nämlich shoppen. Also einkaufen. Okay, erstmal war ich beim Bipa. Das ist sowas wie DM oder Rossmann. Nur eben in Österreich. Da habe ich einfach eine neue Spülung gekauft, weil meine ist in Asien leer gegangen. Dann habe ich eine neue Foundation gekauft. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich möchte sie aber ausprobieren. Ich hoffe, das ist die richtige Farbe. Meine einzige Foundation ist nämlich auch komplett leer. Genauso wie mein Soft Glam Filter von Catrice. Ich liebe dieses Produkt. Ich habe das jetzt 1 Jahr lang fast benutzt. So lange hat es gehalten. Obwohl ich es gefühlt jeden Tag getragen habe. Aber jetzt musste ein neuer her. Und ich habe mir dieses Augenbrauen Lifting Set geholt. Das soll ja richtig gut sein und das möchte ich ausprobieren, weil meins ist nämlich auch leer fast. So sieht es aus und ja, werde ich ausprobieren. Und jetzt kommen wir zu meinem Einkauf. Ich habe mir vorgenommen, jetzt gesund zu starten. Deswegen habe ich erstmal gefrorene Früchte gekauft. Die kann man immer gebrauchen und ich will so Smoothie Bowls und sowas machen. Ich habe die in Bali nämlich geliebt. Heute zum Abendessen möchte ich einen Salat machen. Dafür habe ich einmal so einen normalen Salat gekauft. Eine Avocado kann man auch immer gebrauchen. Ganz, ganz viele Tomaten. Ich möchte nämlich auch Tomatensuppe diese Woche machen. Und für den Salat sind die auch gut. Dann einmal Zwiebeln, Knoblauch. Dann einen Kürbis, also einen Teil von einem Kürbis, Mais, Nektarinen, auch Bananen und Kiwi für meine Bowls, mein Frühstück und so. Als Snack und so habe ich dann auch noch so Walnüsse. Dann habe ich einmal ein ganzes Baguette gekauft, das brauche ich für den Salat und für noch ein paar Rezepte. Und ich habe dieses Brot gekauft, ich habe irgendwie 2 gekauft, ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie nicht so nachgedacht. Dann habe ich 2-mal Quark, das ist für meinen Chia-Pudding und so Früchtequark und so. Dann habe ich einmal Mozzarella und Feta. Ich liebe Feta, der kommt halt gleich in meinen Salat rein. Dann habe ich Garnelen für die Proteins, Körnigen Frischkäse und einmal Blätterteig, den brauche ich auch für mein Rezept heute. Und als letztes noch ein Red Bull, aber das ist nicht für mich, sondern das ist für Lena, weil ich ihr es getrunken habe, das in unserem Kühlschrank stand. Und bevor sie jetzt wieder zu Hause ist, habe ich ihr ein neues gekauft und dann merkt sie das gar nicht. Also ich werde es ihr sowieso sagen, aber ja. Genau, und wir räumen jetzt den Kühlschrank noch ein und dann muss ich kochen, weil ich habe so, so doll Hunger. Guten Morgen, es ist 11.15 Uhr. Ich bin schon länger wach, aber ich bin gerade erst so richtig aus meinem Bett aufgestanden. Deswegen machen wir jetzt iPads. Ich liebe die und ich mache mich jetzt einfach so ein bisschen fertig. Ich habe heute nämlich einiges zu tun, vor allem eben in der Wohnung. Ich muss so meinen Koffer noch auspacken. Ich muss von meinem Rucksack auch noch ein paar Sachen wegräumen. Ich muss im Hintergrund sieht man die Wäsche machen. Generell noch ein bisschen was in der Wohnung putzen. Ich muss unseren Geschirrspüler putzen. Lena ist heute nicht da und ich habe gesagt, ich übernehme das, weil sie hat nämlich echt einen großen Teil von meiner Wäsche gewaschen. Und wir haben nicht so wirkliche Aufgabenbereiche, sondern wir sprechen uns halt einfach immer ab. Und sie hat gerade ein bisschen Stress, weil sie Prüfungen schreibt und so, weil bei ihr beginnt die Uni schon und deswegen übernehme ich halt einfach jetzt mehr Sachen, weil ich jetzt wieder da bin. Und wenn es bei mir dann mal stressig ist, dann übernimmt sie dann immer wieder ein paar Sachen. So haben wir das einfach für uns abgesprochen und es funktioniert echt gut. Wir wohnen ja jetzt schon über ein halbes Jahr zusammen und ich finde es toll. Wie man im Hintergrund vielleicht erkennen kann, es gibt echt viel zu tun. Okay, ich habe jetzt den ganzen Tag gefühlt noch mein YouTube-Video fertig gemacht, Videos geschnitten, bisschen was für Social Media nachgeholt und jetzt ist es einfach schon 18 Uhr. Also ich habe den ganzen Tag nur Social Media-Zeug gemacht. Das heißt, es geht wirklich jetzt erst an mein Zimmer. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt noch einen Iced Matcha Latte und ja, dann räumen wir es noch zusammen auf. Dieser Abend wird noch
durchgezogen. Aber ich bin schon froh, dass ich so viel geschafft habe und mein neues YouTube-Video komplett geschnitten habe und hochgeladen habe und alles. Als Snack habe ich mir jetzt einmal einen Iced Coffee gemacht, weil mein Matcha-Pulver ist irgendwie leer. Auf jeden Fall finde ich es nicht. Mein Zimmer sieht jetzt schon relativ gut aus. Ich mache dann noch weiter, aber erstmal werde ich jetzt Skincare machen. Ich bin gerade aufgewacht und stehe jetzt auf und mache ein Frühstück, mache mich fertig. Ich mache mich fertig. Ich weiß nicht, ich sag immer wir, weil ich nehme euch ja mit und dann machen wir das ja gerade in dem Moment. Okay, let's go. Ich habe meinen Stift verloren für mein Journal. Ich habe auf jeden Fall jetzt gefrühstückt und jetzt richte ich meinen Schreibtisch her, um ein bisschen zu lernen. Aber dazu muss ich ihn erstmal sauber machen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe jetzt schon mal alles ein bisschen freigeräumt. So sieht es gerade aus. Ich muss hier noch mein Stativ aufstellen. Und dann benutze ich jetzt dieses Putzmittel. Ich hoffe, das ist das Richtige. Und putze einmal den Schreibtisch. Jetzt mache ich noch schnell mein Bett. Das ist immer so der beste Trick, damit man sich nicht gleich wieder so reinlegt und unproduktiv wird. Deswegen versuche ich das jetzt immer jeden Morgen zu machen wieder. Ich habe es mir jetzt noch gemütlich gemacht und habe so alle meine Lichterketten hier angemacht. Und jetzt werde ich mich an meinen Schreibtisch setzen und lernen. Ich bin gerade am Kochen. Ich mache jetzt gerade Sushi Bowl für Lena und mich. Lena hat nämlich gerade eine Online-Vorlesung. Es ist jetzt auch schon 18.30 Uhr. Ich habe den ganzen Tag über gelernt und habe auch noch Videos gemacht. Hast du nicht Vorlesung? Ich mache unser Sushi Bowl jetzt. Ich habe heute den ganzen Tag Content gemacht und so, bisschen Videos geschnitten, mein Zimmer fertig aufgeräumt und ich habe hier gerade ein Outfit anprobiert.
Ich habe am Freitag meinen ersten Brand-Trip. Also ich wurde von einer Marke eingeladen und darf jetzt dorthin fliegen zu diesem Event. Einfach fliegen, es ist so crazy. Das heißt, ich muss Freitag früh zum Flughafen. Ich bin gerade erst angekommen gefühlt und fahre schon wieder weg. Ich bin so, so glücklich. Ich hätte mir das niemals so erträumen können, dass das irgendwann so mein Leben ist und dass ich sowas Krasses erleben darf. Ich bin wirklich so dankbar. Ich freue mich so sehr drauf. Der Dresscode ist so pink, rosa, weiß und ich habe denen das Outfit geschickt. Haben gemeint, passt super. Genau, und jetzt koche ich aber erstmal fertig und dann plane ich das alles ein bisschen. Ich bin so happy. Und ich bin wirklich so unglaublich dankbar. Ich kann es wirklich immer noch nicht glauben. Es ist wirklich so unbegreiflich.